Also ohne Scheiß, ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Wir haben dafür 20.000 geblättert, dafür, dass wir jetzt auf diesen Knopf drücken können. Und wisst ihr was? Ich werde jetzt diesen Knopf drücken. 3, 2, 1, let's go. Was geht ab, Freunde? Ich bin heute mal wieder auf meinem Server unterwegs, durchrasten.de, und ich stehe gerade vor einem Grundstück, was wir uns heute zusammen anschauen werden. Und erstmal ein fettes Dankeschön an euch. Ohne euch, also ihr habt mir das Grundstück quasi gezeigt, ohne euch hätte ich dieses Grundstück niemals gefunden. Auf jeden Fall würde ich sagen, lege ich einfach mal direkt los, weil das Grundstück ist echt verdammt, verdammt komisch. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Tempel des heiligen Knopfes, komm rein. Nur wenige Menschen dürfen den Knopf sehen. Oder der ist da sogar. Oh, jetzt macht er sogar die Tür auf. Bevor wir jetzt da reingehen, muss ich euch aber noch eine Sache sagen, Freunde. Und zwar, Freunde, verlose ich momentan diese Paysafe-Karten im Wert von über 200 Euro auf meinem Kanal. Das Einzige, was ihr machen müsst, um eine Chance zu haben, eine von diesen Paysafe-Karten hier zu gewinnen, ist erstens diesem Video hier jetzt einen Daumen nach oben geben, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren und ein nettes Kommentar schreiben. Wenn ihr alle Schritte befolgt habt, dann könnt ihr eine von den Paysafe-Karten hier gewinnen. Ich wünsche jedem von euch auf jeden Fall viel Glück. Und eine Sache muss ich euch jetzt noch sagen. Wir haben nämlich momentan in unserem Rangshop auf durchrasten.de einen mega, mega krassen Weihnachtssale. Checkt das Ganze gerne mal ab, wenn ihr euch einen coolen Rang besorgen wollt. Momentan ist der Obsidian-Rang extrem krass runtergesetzt. Letztens war es ja noch der Ultra-Rang, jetzt ist es der Obsidian-Rang, weil sich das extrem viele gewünscht haben. Ihr seht, dass der Obsidian-Rang ist extrem krass runtergesetzt. Die ganzen Rechte hier bekommt ihr mit dem Obsidian-Rang. Also der Obsidian-Rang ist echt schon ein krasser Rang. Checkt das Ganze gerne mal ab unter store.durchrasten.de. Und für alle, die es noch nicht wussten, ihr könnt hier oben auf Upgrades klicken und dann könnt ihr hier euren Rang upgraden, falls ihr einen etwas schlechteren Rang habt. Da ist auch natürlich auch das Upgrade von Ultra auf Obsidian momentan extrem, extrem runtergesetzt. Das wollte ich euch nur kurz sagen. Checkt das Ganze, wie gesagt, extrem, extrem gerne ab. Würde mich mega freuen. Ihr unterstützt den Server damit und unterstützt mich damit. Findet ihr alles in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir machen jetzt weiter. Okay, es steht da jetzt immer noch. Wisst ihr was, Freunde? Ich schreibe ihm einfach meine MSK. Er hat mir sogar geschrieben. Hallo, möchtest du dein Glück probieren? Mein Glück? Okay, also wie gesagt, das Grundstück an sich ist ja sowieso schon mega, mega komisch. Herausfinden, ob du der eine bist. Ich frage ihn erstmal, hey, was ist das hier? Hier steht ja, nur wenige Menschen dürfen den Knopf sehen oder berühren. Heiliger Knopftempel, Tempel des heiligen Knopfes. Ich würde sagen, wir gehen einfach erstmal rein. Bist du der Auserwählte? Ey, was haben die hier bitte gefunden, Freunde? Was ist das hier? Er hat mir geantwortet. Alles zu seiner Zeit. Folge mir, ich erkläre dir dann alles. Ey, was? Hier ist ein Geheimgang? Oh Gott, ich würde sagen, wir folgen ihm jetzt einfach mal. Oh Gott, ich muss schon sagen, dass ich ein bisschen aufgeregt jetzt gerade bin, weil sowas habe ich einfach noch nie gesehen, und ich sehe einfach gerade gar nichts wegen dem Shader. Ich sehe einfach nichts. Doch jetzt sehe ich was. Erweise dich als würdig und finde den Weg hinein. Oh Gott, ich sehe einfach gar nichts. Ich sehe hier einfach gar nichts. Was ist das hier überhaupt? Was ist das hier bitte? Hier sind auch überall so Schädel und so an der Wand. Jetzt bist du dran. Finde den Weg. Ich warte auf der anderen Seite auf dich. Er wartet auf der anderen Seite auf mich. Wisst ihr was, Freunde? Ich muss mir einfach mal ganz kurz eine Fackel geben, weil sonst sehe ich einfach gar nichts. So, dann geben wir mal einfach ganz kurz eine Fackel. So, jetzt sehen wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr. Und dann schauen wir uns das Ganze ja mal an. Er meinte, ich soll jetzt den Weg hier finden. Warte, okay, jetzt muss ich mich erstmal ganz kurz orientieren, Freunde. Wir sind von hier gekommen. Und hier sind sogar Schilder. Nur ausgewählte Spieler dürfen hier rein. Erweise dich als würdig und finde den Weg hinein. Was haben wir gerade bitte gefunden? Wie gesagt, mega Dankeschön an euch, dass ihr mir dieses Grundstück gezeigt habt. Ohne euch hätte ich dieses Grundstück einfach niemals gefunden. Hier ist so ein richtiger, so ein richtiger Keller. Hier sind überall auch Totenköpfe. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt den Weg finden. Ist hier vielleicht irgendwie ein Weg oder so? Oder hier? Muss man vielleicht hier hochklettern? Hier vielleicht hochklettern. Ich probiere einfach mal alles ganz kurz aus. Okay, hier ist anscheinend nichts. Hier vielleicht? Nee. Hier vielleicht irgendwo unter dem Wasser oder so. Aber sonst, ich gehe jetzt einfach nochmal alles ab. Hat er mir noch irgendwie was geschrieben?
Nee, bis jetzt hat er mir noch nichts geschrieben. Er hat nur noch geschrieben, folge mir, ich erkläre dir alles und hier, jetzt bist du dran, finde den Weg. Okay, aber wo soll ich denn hier jetzt einen Weg finden? Hier vielleicht? Hier vielleicht, irgendwo an der Decke? Weil es ist so dunkel, man sieht einfach gar nichts. Oh Gott. Okay, ich guck nochmal auf der anderen Seite. Vielleicht hier irgendwo oben, vielleicht muss ich hier hochklettern? Auch nicht. Hier vielleicht auf den Baum springen, vielleicht sieht man hier. Es ist halt echt das Problem, dass man so gut wie gar nichts sieht. Ist hier vielleicht was? Auch nicht. Okay, Freunde. Ich muss jetzt diesen Weg finden. Ich will jetzt diesen Weg finden. Wo ist denn jetzt dieser... Wo ist denn jetzt dieser Weg? Okay, nochmal ganz langsam. Wo... Ach. Oh Gott, hier standen wir sogar schon. Hier standen wir sogar schon und ich habe ihn nicht gefunden. Aber man muss auch zu meiner Verteidigung sagen, es ist echt dunkel hier. Es ist echt dunkel hier. Okay, wir haben jetzt... Ich glaube, ich weiß ja noch nicht mal, ob es der Weg ist. Okay, hier... Okay, ist anscheinend doch nichts. Ach, jetzt habe ich mich zu... Oh Gott! Er ist doch da. Alter, was haben wir hier bitte gefunden, Freunde? Sehr gut. Er schreibt einfach sehr gut. Das hat noch nicht jeder geschafft. Den Weg hier zu finden hat noch nicht jeder geschafft. Komm mit mir. Okay, jetzt sollen wir ihm nochmal folgen. Okay, jetzt macht er die Tür zu und lässt uns nicht rein. Okay. Hallo, jetzt lass uns doch mal... Ach, er hat mir geschrieben, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Komm schon, jetzt lass uns rein. Ich will wissen, was hinter der Tür auf uns wartet. Für das Tollste, das dir im Leben jemals passieren wird, bist du dir sicher? Ja, wir sind bereit. Was? War das das Tollste, was dir im Leben jemals passieren wird? Na gut, trete ein. Oh Gott, was ist denn... Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Ey, sowas habe ich noch nie gesehen. Willkommen in der besseren Welt? Hey, was schreibt der denn für eine Scheiße? Ich darf nicht näher an den Podest, Ja, aber was... Was soll denn das hier sein? Du kannst es aber probieren. Er darf nicht näher an diesen Podest, weil er kein Auserwählter ist. Aber was soll das denn hier sein? Was ist das? Erklär es mir jetzt mal bitte. Wenn du herausfinden willst, ob du einer bist, dann drücke den Knopf. Aber, ach so, er erklärt es mir gerade sogar schon. Was soll das denn hier sein? Er redet irgendwie was von Auserwählten. Die Gebühr beträgt 20.000. 20.000. Warte mal. 20.000? Wenn du der Auserwählte bist, wirst du nie wieder Geldsorgen haben. Warte mal. Ich soll 20.000 jetzt bezahlen, um diesen Knopf zu drücken. Und ich weiß noch nicht mal, was dann passiert. Er schreibt sogar, bist du der Aufgabe gewachsen. Was ist das denn für eine Aufgabe? Ich bezahle dir 20.000, um den Knopf zu drücken. Oh Gott. Wisst ihr was, Freunde? Wisst ihr was? Ihr habt mich jetzt ja auf dieses Grundstück aufmerksam gemacht und ich habe jetzt keine Ahnung, wo das jetzt endet. Im Leben muss man ab und zu schwere Entscheidungen treffen, doch sie lohnen sich, wenn niemals ein Risiko eingeht. Wisst ihr was, Freunde? Wisst ihr was? Ich gebe mir jetzt einfach mal ganz kurz Geld, dass wir auch genug Geld haben, dass wir ihn bezahlen können. Wir geben uns einfach mal ganz kurz, ach komm, seien wir mal nicht knauserig, geben wir uns mal 25.000, falls wir noch mehr brauchen. Und dann würde ich sagen, geben wir ihm jetzt einfach mal das Geld. Machen wir das gerade hier wirklich? Machen wir das gerade wirklich? Also wenn das kein Like wert ist, Freunde, dann weiß ich auch nicht. Wir geben ihm gerade einfach 20.000 dafür, dass wir auf diesen Knopf drücken können. Was ist das bitte? Und dann sollen wir angeblich herausfinden, ob wir der Auserwählte sind.
Im Leben muss man ab und zu... Ach, das hat er mir gerade eben schon geschrieben. Wisst ihr was, Freunde? Ich gebe ihm jetzt einfach mal das Geld. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Oh Gott, mache ich das gerade wirklich, Freunde? Okay. Ich glaube, ich gebe ihm jetzt einfach mal das Geld. Ich habe ihm jetzt 20.000 gegeben. 20.000. Sehr gute Entscheidung, geliebter Bruder. Ich wünsche dir viel Glück auf deinem Weg in ein besseres Leben. soll ich jetzt den Knopf drücken? Ich werde allerdings woanders erwartet. Die Herausforderung musst du selber stemmen. Das solltest du den heiligen Ton hören, warte darauf, dass er kommt. Warte darauf, dass er kommt. Wenn du ihn triffst, guck ihm nicht in die Augen. Aber wen treffen wir denn jetzt? Das ist respektlos. Warte mal. Was passiert hier gerade bitte? Dann wirst sich alles andere erübrigen. Warte mal. Er schreibt nochmal, viel Glück, geliebter Bruder. Du darfst den Knopf nun drücken. Okay, wisst ihr was, Freunde? Wisst ihr was? Ich glaube, wir werden jetzt einfach mal diesen Knopf drücken. Er schreibt mir nochmal, viel Glück. Ich hoffe, du wirst ihn treffen. Bis jetzt hat es noch keiner geschafft. Niemand hat jemals den Ton gehört. Vielleicht aber du. Also ohne Scheiß, ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Wir haben dafür 20.000 geblättert, dafür, dass wir jetzt auf diesen Knopf drücken können. Und wisst ihr was? Ich werde jetzt diesen Knopf drücken. 3, 2, 1, let's go. Der Ton kommt. Der Ton kommt. Der Ton ist da. Der Ton ist da. Und jetzt soll angeblich jemand kommen. Okay, wisst ihr was, Freunde? Ich glaube, wir warten jetzt einfach mal ganz kurz. Was ist das hier bitte für eine... Ich würde sagen, wir warten jetzt einfach mal ganz kurz. Okay, irgendwie kommt anscheinend gerade keiner. Wisst ihr, ich muss erstmal sowieso ganz kurz mein Minecraft mal ein bisschen leiser machen. So, jetzt hört man das nicht mehr ganz so laut. Und jetzt will ich mir mal ganz kurz die Schaltung angucken, die hinter diesem Knopf ist. Hä? Er hat doch gerade gesagt, dass der Ton noch nie gekommen ist. Aber guck dich das doch mal an. Der Ton kommt einfach immer, wenn man auf den Knopf drückt. Ja, wieso kommt keiner? Er ist offline. Wisst ihr was, Freunde? Ich glaube, es wird niemals jemand kommen. Wir wurden einfach gerade gescammt. Was ist denn das für eine Masche? Das haben wir ja noch nie gesehen. Hier, er meinte zu mir, der Ton wäre angeblich noch nie gekommen, wenn man auf den Knopf kommt. Und wenn man den Knopf drückt, kommt einfach diese... Ey, ohne Scheiß, Freunde. Danke, dass ihr mir das heute gezeigt habt. Also sowas habe ich ja echt noch nie erlebt, also ohne Scheiß. Wie kommt man bitte auf solche Ideen? Und wir sind jetzt, es hat uns jetzt einfach gerade 20.000 Ingame gekostet. 20.000 Ingame hat uns das jetzt einfach gekostet. Oh Gott, Freunde, ey, das glaube ich ja nicht. Wisst ihr was? Ihr könnt jetzt in den Kommentaren entscheiden, was mit diesem Grundstück und mit dem Typen passieren soll. Weil jemand, der so dreist ist, der soll jetzt auf jeden Fall eine Strafe bekommen. Ich denke mal, da seid ihr auf jeden Fall meiner Meinung. Ihr seid jetzt gefragt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt, was der Typ für eine Bestrafung bekommen soll. Und ich würde sagen, dann war es das jetzt mit dem Video. Vergesst auch auf gar keinen Fall bei dem Video hier einen Daumen nach oben dazulassen. Denkt auf jeden Fall auch an das Paysafecard-Gewinnspiel. Ihr könnt mitmachen, indem ihr erstens diesem Video einen Daumen nach oben dalasst, einen netten Kommentar schreibt und natürlich den Kanal hier abonniert und die Glocke aktiviert. Das sind Paysafe-Karten im Wert von über 200 Euro. Jeder von euch hat die Chance, eine von den Paysafe-Karten zu gewinnen, wenn er alle Schritte befolgt. Und ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Man sieht sich. Ciao.